Grüß dich. Du suchst nach einer günstigen Alternative, um dein Haus, deine Wohnung, deine Räumlichkeiten, dein Gartenhaus, deine Werkstatt zu beheizen? Dann ist hier genau das richtige Video für dich. Ich zeige dir, wie ich meine ungefähr 50 Quadratmeter große Halle beheize und das mit Infrarotplatten und einem kleinen Bonus. Und welcher Bonus das ist, das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Die Halle hier, das ist eine Halle, die hat ungefähr eine 4 Meter hohe Decke und hat eine Breite von 5 Metern, eine Länge mal 10 Meter. So ganz, ganz grob haben wir hier, ich glaube, 50 oder 60 Quadratmeter. So, und der kleine Bonus will ich gleich von vornherein auflösen, weil ihr werdet es wahrscheinlich sehen, sind zwei Heizstrahler, links und rechts von 2500 Watt, sprich 5000 Watt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh mein Gott, seine Stromkosten gehen richtig, richtig hoch. Ich möchte dir heute mal zeigen, wie ich meine Halle hier aufheize. Und rein rechnerisch ist es günstiger, als wenn ich mir eine Heizungsanlage kaufe. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken bei der Firma Wassner. Die hat mir das Ganze nämlich zur Verfügung gestellt und hat mich dabei beraten, wie ich diese Halle hier beheizen kann. Und ich hatte auch ein Paket bekommen von denen. Dort waren unter anderem 4 große Infrarotpanels. In schwarz-matt, die gibt es auch in unterschiedlichen Farben, besser gesagt auch in weiß. Es gibt, glaube ich, auch Wandbilder. Es gibt wirklich viele Wege, so eine Infrarotplatte beispielsweise in den Raum, an die Wand, an die Decke anzubringen. Unter anderem waren noch 2 Heizstrahler mit dabei. Und dieses System hat mir die Firma Wassner zusammengestellt und mich da auch beraten. Und es funktioniert tatsächlich. Wir haben jetzt ungefähr 8 Uhr morgens, ich bin gerade in die Halle gekommen, habe natürlich jetzt noch mal eine Jacke an, aber ich merke schon die angenehme Wärme. Das ist so eine Wärme, wenn ihr irgendwo im Restaurant draußen sitzt, im Herbst oder im Frühling, die Kälte tritt ein abends, dann gibt es diese Heizstrahler oder die Heizpilze und so ungefähr ist das. So, warum, weshalb ich die Dinger habe, erkläre ich euch gleich. Die laufen auch nicht die ganze Zeit, also jetzt nur mal vorweg. So, und genau, ich habe mir 4 Panels. Wir haben einen da, direkt über den Arbeitsplatz. Wir haben hier oben einen, direkt über den Arbeitsplatz, genau parallel zum Arbeitsplatz. Und dort nochmal. Also wir haben quasi 4 Panels gleichmäßig hier an die Decke angebracht. Ich hatte damals mir eine Deckenkonstruktion für die LED-Panels gebaut und daran habe ich das Ganze auch befestigt. Und ihr braucht auch keine Vorkenntnisse für die Elektrik. Das Ganze wird einfach nur in die Steckdose reingesteckt. Also mit einem Stecker ganz, ganz einfach. Also für den Laien wirklich super gemacht. Es gibt dann eine Wandhalterung, die könnt ihr dann beispielsweise an die Wand befestigen und daran hängt ihr dann die Infrarotplatte. So ungefähr habe ich das dann auch gemacht. Ich habe mir Holzplatten genommen, die schwarz lackiert, die dann an meiner Konstruktion befestigt und dann die Platten angebracht. Ich muss sagen, die Platten alleine war schon ein bisschen schwierig anzubringen. Da braucht ihr vielleicht einen zweiten Mann, wenn ihr das an die Decke anbringt. Aber an die Wand dürfte das kein Problem sein. Dann hat jede Platte jetzt ungefähr 800 Watt. Das könnt ihr euch errechnen lassen, wie viel Quadratmeter der Raum hat, wie groß dann die Platte sein soll. Besser gesagt, wie viel Watt oder wie viel Leistung die Platte braucht. Und dann wird das Ganze in den Stecker gesteckt, also in die Steckdose. Und das Besondere daran, wir haben eine kleine Steuereinheit. Das Ganze wird mit Batterie betrieben, könnt ihr euch an der Wand anbringen. Besser gesagt ist das ein Thermostat. Und wir haben 4 Funkempfänger. Die stecken wir einfach vor das Gerät in die Steckdose. Leuchtet dann grün, beziehungsweise ich muss mal kurz schauen, genau, leuchtet dann grün. Und wenn die Heizplatten an sind, leuchtet das Ganze rot. Und du kannst dann quasi deine 4 Heizplatten, Infrarotplatten kannst du dann über die Steuereinheit, über das Thermostat steuern. Das heißt, du kannst eine Zeitschaltuhr einstellen, ein Intervall, du kannst es auch manuell steuern. Ich aktuell steuere das Ganze immer manuell, das heißt, wenn ich reinkomme, stelle ich die Heizung an, auf 20 Grad beispielsweise, und dann hörst du auch so ein kleines Klicken. Das sind nämlich die Funkempfänger, klick, 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 4-mal das Ganze und dann sind die Infrarotplatten auch an. Und was das Ganze jetzt mit den Heizstrahlern auf sich hat, wie gesagt, das sind 2 Stück, 2500 Watt, gibt es auch in unterschiedlichen Größen, die dienen dazu, dass ich hier eine gewisse Grundwärme reinbekomme. Sprich, damit das Ganze hier beschleunigt wird. Ich hatte letztens hier minus 2 Grad ungefähr und da ist es natürlich sehr, sehr schwer mit solchen
Infrarotplatten, die jetzt nicht an sind, sondern nur an, wenn ich komme. Und dann ist hier gar keine Grundwärme drin. Und damit kannst du halt ordentlich Saft oder ordentlich Wärme erzeugen, ordentlich Power. Und wenn du eine gewisse Wärme dann erreicht hast, dann kannst du die auch abschalten und dann sorgen die Infrarotplatten für die restliche Wärme, so dass du beispielsweise auf deine 20 Grad kommst. Jetzt möchte ich mit euch noch mal ein paar Punkte zusammenfassen, warum, weshalb ich mich hierfür entschieden habe und worauf du achten solltest. Also warum ich mich entschieden habe, ist ganz klar, du hast sehr geringe oder sagen wir mal so, die Kosten halten sich in Rahmen. Man muss jetzt keinen Kredit aufnehmen oder sich verschulden, weil man sich eine Heizungsanlage zulegt. Das heißt, das Ganze ist finanziell sehr recht überschaubar. Dann muss man noch ganz groß anerkennen, du hast keine Wartungskosten. Du brauchst keine großen Fähigkeiten zu haben dafür. Beispielsweise, du hast jetzt einen Anbau mit 3 Räumen und dann brauchst du nicht sofort alle 3 Räume mit deiner Heizung ausstatten oder du willst dein Haus sanieren und dann kannst du nach Belieben Zimmer A, B und C, also nach und nach machen. Das heißt, du hast die Kosten nicht auf einmal. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ein Nachteil hat die ganze Sache. Ja, wir betreiben das Ganze mit Strom und Strom ist nicht gerade günstig zurzeit. Aber im Verhältnis mal gesehen, beispielsweise ich kaufe mir jetzt eine neue Gasheizung, muss jetzt hier Rohre verlegen lassen und so weiter und so fort, da bin ich locker zwischen 20 und 30.000. Dann brauche ich noch einen Gastank, denn hier ist nämlich keine Gasleitung vorhanden. Das heißt, wenn ich das jetzt miteinander vergleiche, ich bin jetzt, sagen wir mal, Dezember, Januar, Februar, März hier und muss heizen und bin 3 Tage am Stück hier in dieser Werkstatt für 7 Stunden. Könnt ihr mal selber ausrechnen, sagen wir mal, ein Kilowatt ist bei 40 Cent. Ja, ich zahle vielleicht in einem Monat 70, 80 Euro aufs Jahr gesehen, ne? Also jeden Monat Stromkosten. Aber es ist noch immerhin günstiger, als wenn ich mir eine komplett neue Heizungsanlage hier hinstellen würde. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Qualitätsunterschieden, die es da gibt auf dem Markt. Und die sind nicht ohne. Also man hat da wirklich so ein Preissegment zwischen 200, 300 Euro. Also es gibt Infrarotplatten recht günstig, es gibt ganz teure. Und das ist schon ein Indiz dafür, wenn ihr sehr, sehr günstig gekauft, dass es meistens von der Qualität her ungenügend ist. Wie findet ihr das raus? Für so einen Laien ist es recht schwer, sowas zu sehen, aber es gibt so ein paar Anhaltspunkte. Unter anderem ist es die Verarbeitung. Natürlich kann man sowas vorweg, wenn man das bestellt, online nicht testen, aber wenn das Ganze schon forminstabil ist, das heißt, das Ganze könnt ihr verbiegen, dann spricht es für eine schlechte Qualität. Wenn beispielsweise das Installationsmaterial im Inneren, darauf kommt es an. Und wenn das nicht vorhanden ist, ist es so, dass beispielsweise die Wärme nach oben hin abgegeben wird. Meistens liegt es an der Alu-Reflexionsschicht, sprich, die wird an der Rückseite eingearbeitet. Billige Hersteller oder günstige setzen die einfach nur von außen drauf, daran kannst du es vielleicht schon sehen und dann wird die Wärme quasi komplett abgegeben und du möchtest ja nicht deine Wand heizen, beziehungsweise dass die Wärme verloren geht, sondern du möchtest ja den Raum, beziehungsweise von oben nach unten heizen. Das ist ein Merkmal. Dann gibt es bei solchen Infrarotplatten, gibt es ja Ecken, bei günstigen oder billigen Herstellern ist das Ganze genietet oder gekantet, bei hochwertigen, wie bei der Firma Wassner, ist es so, dass die Ecken beispielsweise verschweißt sind, also nicht gekantet. Ja, und da könnt ihr schon sehen anhand der Qualität, ob es sich um eine gute Infrarotplatte handelt oder eine schlechte. So schaut die Wand hier aus. Da habe ich nämlich auch das Thermostat angebracht, damit ich das Ganze mal im Blick habe. Und diesen Raum hier von ungefähr, ja, lass es 15 bis 20 Quadratmeter sein, das ist einfach ein Lager, das müssen wir nicht beheizen. Und deswegen heizt sich das umso schneller nochmal auf. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn du über so eine Anlage nachdenkst, ich kann es dir nur empfehlen. Ja, wie ich schon in dem Video erwähnt habe, die ganzen Punkte. So, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Da geht es nämlich darum, wie ich